Es ist endlich Zeit für ein komplettes deutsches Video. Nach ziemlich viel Zeit und Hänseleien durch Videos in mehreren Sprachen sind wir endlich dazu gekommen. Deutsch ist sehr beliebt und da es in vielen Ländern Amtssprachen ist, hoffe ich, mit so vielen von euch aus verschiedenen Kulturen wie möglich in Kontakt zu kommen. Im Gegensatz zu jeder anderen Sprache außer Englisch habe ich tatsächlich eine ziemlich lange Geschichte mit Deutsch, da ich ungefähr acht meiner Schuljahre damit verbracht habe, es zu lernen. Versuchen ist vielleicht das falsche Wort dafür. Es war eher so, wie es so weit wie möglich zu vermeiden, weil ich es hasste, Sprachen zu lernen, wie es die Schulen lehrten. Und Deutsch war auch in vielerlei Hinsicht sehr schwer für mich. Obwohl ich so sehr versucht habe, es nicht zu lernen, habe ich trotzdem einiges gelernt, wie man es erwarten würde, wenn man es seit acht Jahren als Klasse hat. Vor allem habe ich gelernt, wie man richtig liest, und das ist im Grunde das Einzige, was ich gerne mache. Ja, ich bin ziemlich schrecklich, wenn es um die Satzbildung geht und im Grunde um alles andere, was im Grammatikteil steht. Tatsächlich bin ich wahrscheinlich nur fließend genug, um bei Bedarf die grundlegendsten Sätze zu bilden. Genug von meiner traurigen Erfahrung mit der Sprache. Es gibt interessantere Dinge, über die ich sprechen kann. Ich habe tatsächlich einige der deutschsprachigen Länder besucht, insbesondere Österreich und Deutschland. Ich war in Wien und Dresden. Ich hatte in beiden nur etwa einen halben Tag und könnte eigentlich nicht an Orte gehen, die ich wollte, sondern eher ein Klassenfahrt, an die ich mich zumindest in Bezug auf Dresden nur sehr wenig erinnere. An Wien erinnere ich mich sehr gerne, aber ich hoffe, dass ich mehr von beiden Ländern sowie der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg besuchen kann. Ich muss mich daran erinnern, langsamer zu sprechen, weil ich dazu neige, schneller zu werden, wenn ich in den Leserhythmus einer Sprache
schon eine Weile folgen, könnten meine Haare ein ziemliche Überraschung sein, da ich ziemlich lange Haare habe, seit ich diesen Kanal gestartet habe. Ich hoffe, es gefällt euch, denn so schneide ich normalerweise meine Haare. Die Zeitspanne zwischen der Zeit, bevor ich den Kanal gestartet habe, bis jetzt war eine Art Test, den ich gemacht habe. Ich habe im Grunde zum allerersten Mal längere Haare ausprobiert. Ich hatte immer nur Haare, die über meine Augen fielen, aber nie mehr als das. Also war das ein ziemlicher Sprung, und obwohl es interessant zu sehr war, die Schwierigkeit, es zu pflegen und es gebunden zu haben und so weiter, war ziemlich groß, besonders im Vergleich zu kurzen Haaren. Ich bin gespannt, was ihr über beide Looks denkt. Also lasst es mich wissen. Andererseits ist es meine letzte Arbeitswoche in meinem befristeten Job als Videospieldesigner. Wir beenden jetzt die Ausbildungszeit und verhandeln für danach einen neuen Vertrag. Leider ist der Vertrag selbst nicht mehr so gut wie vorher, und wir hatten im Grunde kein garantiertes Einkommen, was weniger ein Problem für mich, aber ziemlich problematisch für meine Teamkollegen ist. Also haben wir versucht, einen Deal zu machen, bei dem wir möglicherweise weniger Geld bekommen, aber es jede Monat garantiert ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich am liebsten sofort aufhören, für das betreffende Unternehmen zu arbeiten, ohne überhaupt zu sehen, wie die Verhandlungen verlaufen. Da es sich bei dem Job um eine sehr dumme Art von Spiel handelt, fühlt man sich entmutigt und uninspiriert, weil es sich extrem von der normalen Spielentwicklung unterscheidet. Ich will nicht klingen oder so, denn die Chance an sich war großartig, und ich bin froh, dass ich sie bekommen habe, aber ich würde sie jetzt lieber zu Ende bringen und mich auf andere Weise weiter
Weise weiteren Wicken anstatt das jetzt nur für ein bisschen mehr Geld zu tun. Ich höre jetzt mit dem Geschwafel auf, denn ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, wenn ich mich entschließe, einen zweiten Teil für dieses Video zu machen. Lasst mich ein paar Themen oder Fragen wissen, an denen ihr interessiert seid und die ich auf Deutsch beantwortet soll. Natürlich wäre es schön, wenn Sie sich entweder auf die Sprache der Länder oder auf etwas Allgemeines beziehen, zu dem ich meine Meinung sagen kann. Schreibt es mir in den Kommentar und ich werde es auf jeden Fall in meinem nächsten Video verwenden. Vielen Dank an alle und ich wünsche euch einen erholsamen und angenehmen Schlaf.